Nach all dem, was wir die letzten Tage gehört, gelesen haben, war es heute natürlich ein in jeder Hinsicht überzeugendes und, ich gehe so weit und sage, überwältigendes Votum. Einstimmige Unterstützung aus dem Kreis der Spitzenverbände bei den zwei Enthaltungen. Die Landessportbünde haben am Freitag ihre Position klar gemacht und von den Verbänden mit besonderen Aufgaben habe ich soeben nochmal die Bestätigung bekommen, dass eine einstimmige Abstimmung pro Hörmann ebenfalls vorliegt. Für mich unterm Strich jetzt eine sehr schöne Weichenstellung und auch eine Bestärkung der Entscheidung vom vergangenen Freitag, dann die nächsten 4 Jahre gemeinsam mit den Verbänden anzugehen. Ich bin von einigen Verbänden angesprochen worden, ob ich mir überlege zu kandidieren. Das habe ich gemacht. Es ist ein hohes Amt oder das höchste Amt im deutschen Sport, das gebietet, dass man sich damit beschäftigt, wie man das Amt ausfüllen kann. Ich bin ITTF-Präsident, also Präsident des Weltverbandes im Tischtennis. Wir haben einiges umgekrempelt. Ich bin seit 1,5 Jahren gewählt. Ich möchte dieses Amt nicht aufgeben. Und dann war die Prüfung eben so, kann man das parallel machen? DOSB-Präsident, falls man überhaupt gewählt wird, und ITTF-Präsident. Das geht nicht aus meiner, nach meiner Prüfung. Das hat zeitliche Gründe. Ich bin nebenbei, Anführungszeichen, noch Anwalt. Und es hat möglicherweise auch Interessenkonflikte, beschwört das herauf, und deshalb geht das nicht. Und deshalb habe ich von der Kandidatur Abstand genommen.